für die CDU-CSU das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Horn von Afrika ist ja angesichts der Vielzahl neuer Krisenherde auf der Welt in der letzten Zeit so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Und deshalb ist es gut, dass wir uns heute auch mit Somalia beschäftigen, das Land, das als Paradebeispiel eines Failed State gilt. Sie haben erwähnt, die Korruption ist nach wie vor außerordentlich hoch. Transparency International kürte Somalia nun sogar zum korruptesten Staat der Welt. Außerdem steht das Land erneut vor einer riesen Hungerkatastrophe. Das wäre die dritte Hungersnot innerhalb von 25 Jahren. Durch die extreme Dürre am Horn von Afrika und anhaltende Gewalt in der Region sind über 22 Millionen Menschen bedroht. Somalia trifft das ganz besonders hart. Laut UN werden bald mehr als 6 Millionen Somalier auf internationale Hilfe angewiesen sein. Das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Mittlerweile hat die Regierung des nordostafrikanischen Staates nun auch in eigenen Landesteilen den Ausnahmezustand verhängt. Und das sind alles furchtbare Zahlen. Und die humanitäre Situation ist derart dramatisch, dass es an dieser Stelle auch nichts zu beschönigen gibt. Guterres, der gestern oder vorgestern dort war, sagte, Konflikte, Dürre, Klimawandel, Cholera, die Korruption ist ein Albtraum und die Kombination der gesamten Situation ist insgesamt ein Albtraum. Mit betroffenen Nachbarstaaten Nigeria, Jemen, Südsudan. Und trotzdem möchte ich sagen, dass das Land zumindest politisch gesehen einen hoffnungsvollen Weg eingeschlagen hat oder dass es hier einen Hoffnungsschimmer gibt. Anfang Februar wurde, auch das wurde schon gesagt, ein neuer Präsident gewählt. Er genießt einen exzellenten Ruf und gilt als Kämpfer gegen Korruption. Bereits als Ministerpräsident 2010 hat er sich bemüht, die Korruption in seinem Land einzudämmen. Unter seiner Herrschaft erhielten die Soldaten beispielsweise regelmäßig ihre Gehälter. Natürlich müssen nun erst mal Taten folgen, aber ich möchte schon jetzt mit aller gebotenen Vorsicht sagen, es tut sich etwas in dem Land. Die Bevölkerung Somalias setzt große Hoffnung in diesen neuen Präsidenten. Meine Damen und Herren, unter diesen Gesichtspunkten die Ausbildungsmission abzubrechen, wie es die Grünen und die Linken fordern, wäre ein fatales Zeichen. Gerade jetzt, wenn zum ersten Mal so etwas wie eine Aufbruchsstimmung in dem fragilen Land herrscht, einfach so zu gehen und Somalia wieder sich selbst zu überlassen, wäre verantwortungslos. Die extreme Dürre stellt ohnehin bereits die ersten großen Herausforderungen für den neuen gewählten Präsidenten dar. Unser langjähriges Ziel, die somalische Regierung zu befähigen, schrittweise selbst für Sicherheit und Ordnung zu sorgen und die Unterstützung somalischer Behörden bei der Errichtung nachhaltiger und langfristig selbsttragender Staatsstrukturen, ist jetzt so wichtig wie nie. Lassen Sie mich deshalb auf die Kritik der Linken an dem Einsatz eingehen. Letztes Jahr beispielsweise wollte Frau Dadelen die Mission abbrechen und das Geld lieber in Kita-Plätze in Deutschland stecken. Das heißt im Klartext, hier Kitas bauen, statt in Somalia Kindersoldaten verhindern. Das ist die Entscheidung, vor die Sie uns stellen wollen, aber da gehen wir nicht mit. Wir entscheiden uns für die Verantwortung, und zwar für unsere Kinder in Deutschland und für die Krisenregionen auf der Welt. Wir investieren auf Rekordniveau in den Kita-Ausbau hier in unserem Land und beschließen die Mission EUTM Somalia zum Aufbau der Sicherheitsarchitektur in Somalia trotzdem. Und lieber Herr Neu, ich habe ja schon mit Interesse festgestellt, dass Sie eigentlich nichts dagegen haben, dass man auch für Sicherheit in solchen Ländern wie Somalia sorgt. Ihre einzigen Voraussetzungen, Ihre beiden Voraussetzungen, die Sie genannt haben, oder warum Sie an der Stelle hier nicht mitgehen können, war die nicht einheitliche Ausbildung, also sozusagen die unterschiedlichen Akteure, die es da gibt. Also kann ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gäbe es nicht unterschiedliche Akteure, sondern wäre das aus einer Hand und würden die Soldaten regelmäßig bezahlt werden, dann wären sie dafür. Das ist, finde ich, neu und finde ich ganz interessant. Herr Nuripur, Sie sagten, wie auch in der letzten Debatte, auch heute, der Hauptgrund, warum Ihre Partei einer Mandatsverlängerung nicht zustimmt, ist, dass die Soldaten ihre Gehälter nicht bekommen und sich früher oder später gegen den Staat wenden werden. Das stellt sich doch aktuell etwas anders dar.
zumindest einen Vertrauensvorschuss für den neuen Präsidenten als Ministerpräsident vor 7 Jahren sehr wohl alle Gehälter bezahlt hat, wäre angemessen. Außerdem zahlt die EU Stipendien für die ausgebildeten Soldaten. Hier können wir also selbst etwas tun, damit unser Training auch nachhaltig der richtigen Seite zukommt. Grundsätzlich gilt, man kann einem zerrütteten Staat nur helfen, wenn man einen langen Atem beweist. Und diesen Atem sollten wir auch in Somalia, auch wenn dieser Einsatz aktuell nur 9 Soldatinnen und Soldaten umfasst, diesen langen Atem sollten wir auch in Somalia haben. Herzlichen Dank. Damit